Es ist ein Phänomen der heutigen Zeit. Der massive Handykonsum. Eigentlich ist es schon erschreckend, wenn man seine eigene Bildschirmzeit mal anschaut. Also ich persönlich finde es sehr schade, wenn die Leute zu viel Zeit am Handy verbringen. Sie sind teilweise gar nicht mehr so wirklich, ja, in der realen Welt anwesend. Und viele sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Zeit sie am Tag schlussendlich am Handy verbringen. Ich finde, Leute mit zu viel Handyzeit sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ich glaube, dass Handysucht ein riesiges Problem ist in unserer Gesellschaft. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Ich habe das Gefühl, so, wenn wir allein sind, verbringen noch viele von uns recht viel Zeit am Handy. Meine Meinung über Menschen, die zu viel am Handy sind, ist nicht so gut. Weil man sollte ein gesundes Maß finden, weil sonst das ganze Sozialleben und die restliche Welt an einem vorbeigeht. Ich finde, es macht einen grossen Unterschied, was man am Smartphone macht. Das Lustige an dieser Frage ist, ich bin so ein bisschen das schlechteste Paradebeispiel für einen typischen Jugendlichen, weil ich halt einfach nur so 1-2 Stunden am Tag am Handy bin, maximal. Auch wenn ich es länger machen will, ich schaffe es irgendwie nicht. Also ich finde es nicht gut, wenn die Leute zu viel Zeit am Handy verbringen. Klar, ich muss bei mir selber manchmal auch schauen, dass ich Zeit im Griff habe und dass es nicht ins Übermaß gerät. Ich finde es nicht gut, wenn Kinder oder Jugendliche sehr viel Zeit am Handy verbringen. Wir brauchen sie eigentlich so gut wie immer und jeden Tag. Und auch schon sehr früh in unserem Leben, für soziale Kontakte oder auch für die Arbeit. Zu einem gewissen Grad gehört es auch zu unserem Leben und es ist auch wichtig. So können wir soziale Kontakte pflegen mit Leuten, die wir vielleicht nicht immer sehen können. Zu viel Zeit hinter einem Bildschirm verbringen, schadet einem selber und auch im sozialen Umfeld. Aber wenn man das Handy als Arbeitsgerät für etwas Sinnvolles verwendet, finde ich es weitaus weniger tragisch, als wenn man in die sozialen Medien oder in ein Game eintaucht und nicht mehr auftaucht. Ich merke es auch bei mir. Ich verbrate so viel Zeit am Handy, indem ich unnötige Videos schaue, unnötige Chats habe, unnötige Nachrichten lese. Ich glaube darum, dass ein bewusster Konsum mega wichtig ist und man dann wieder mehr Zeit hat für echte Treffen. Gerade jetzt auch in der Corona-Situation wissen wir, dass sich das nicht laut ersetzen mit Zoom oder so. Aber ich finde, man kann das Handy heutzutage im Alltag mega vielfältig einsetzen und es spielt ja auch schon eine sehr grosse Rolle in unserem Alltag. Ich merke selber, wie einfach ja, sinnloses Scrollen so viel Zeit kann im Raum, wo man durch deutlich bessere Sachen ersetzen könnte. Gerade in die sozialen Umgang pflegen, in die Natur rausgehen. Ich nehme es auch immer selber wieder vor, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Und ob es mir dann gelingt, ist so ein bisschen die andere Sache. Doch die ganze Zeit nur am Handy sein, kann ich einfach nicht unterstützen. Es ist ja bewiesen, dass man handysüchtig werden kann. Ich finde, man sollte die Welt auch mal durch seine eigenen Augen sehen und nicht nur durch eine Linse oder digital. Das Leben mal richtig geniessen und auch mal Ruhe haben für sich und nicht nur immer auf Social Media sein. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mit jemandem allein ist und er oder sie immer nur am Handy ist, dann ist das schon ein bisschen doof und auch ein bisschen unhöflich. Weil es ist eigentlich immer noch lässiger, so von Person zu Person zu sprechen als über Chat. Es ist nicht so, dass wir Menschen, die lange am Handy sind, irgendwie unsympathischer sind oder so, aber es ist jetzt nicht so meine Lieblingscharaktereigenschaft bei Menschen, wenn das Sinn macht. Wichtig ist, den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen und möglichst zu reduzieren. Und was ich sehr wichtig finde, ist, wenn man mit Freunden und Familie unterwegs ist, dass man das Handy beiseite legt und sich dann ja, auf die fokussiert und zusammen eine gute Zeit genießt.